So Leute, ich grüße euch, ihr schaut verärgert, ich bin's euer Toxic und ich bin in The Under Presents. Ja, das Ding ist von Tenderclaws, die haben Virtual Reality gemacht und hier vibrieren schon meine Controller, ich habe hier so komische Hände, ich bin in so einer komischen Welt und das ist wieder surreal und ich weiß echt nicht, was mich hier erwartet. Ja, schön, dass ihr den Weg wieder zu mir gefunden habt und ja, dann schauen wir mal. Ich kann jetzt hier drücken, so. Und dann mache ich hier Faxen mit meinen Händen. Es werden langsam Hände, es sind Hände. Ja, ich drücke einfach mal weiter die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Zack. Ja, jetzt kommt hier was auf mich zu. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht so, was mich erschrickt. Nein, da kommen zwei Ringe. Okay. So, kann ich die bewegen? Ach, die bewege ich jetzt hier mit meinen Händen. Okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe null Ahnung, was mich hier erwartet. Hallo? Was ist das? Aha, jetzt habe ich den Ring hier. Geht das auch? Komm her. Hallo? Das geht nicht? Was ist denn da? Ich das zu mir ranziehen. Jetzt habe ich es. Okay. So. Jetzt habe ich Hände mit Ringe. Und keine Ahnung. Jetzt kommen da Dinge. Das finde ich aber nicht. Was ist das? Ich sehe das nicht. Okay. Muss ich jetzt da hinlaufen? Kann ich laufen? Na, ich kann mich drehen. Aber nicht laufen, ne? Okay. Es ist Snap-Turn. Und jetzt? Okay. Was ist das denn? Aha, ich muss mich hier ranziehen. Also ich drücke jetzt den A-Knopf. Und dann laufe ich nach hinten und dann ziehe ich mich da ran. Okay, jetzt kann ich das triggern. Hallo, ich muss da ja ein bisschen... Hallo. Was ist das denn jetzt? Ach so, mit der Griff-Taste. Sorry. Okay. Ja, und jetzt? Virtual Reality, ne? Na, okay, was soll ich damit machen? Das da hinschmeißen. Ach so, jetzt habe ich es auf dem Kopf. Okay. Ich habe einfach die Griff-Taste losgelassen. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ich drücke jetzt A. Dann ziehe ich mich so ran. Das kommt dann so einem entgegen. So. Ups. Okay. Da ist jetzt Xeander. Das ist eine Bar. Okay. Also ist, Grafikstil ist echt so wie bei Virtual Reality. Ne? So ein bisschen sehr surreal. Und ich weiß aber immer noch nicht, was mich hier so erwartet. Kann ich da irgendwas machen? Nein, ne? Ach so. Aber sehr komische Art der Fortbewegung. Und was ist das? Ist das vibriert so? Nein, nicht vibriert, aber das... Ne? Kann ich auch nichts machen, okay. Da sind komische Geräusche und ich mag da gar nicht reingehen. Okay. Hallo? Was ist das? Hallo? Muss ich klopfen? Also diese Fortbewegung ist echt ein bisschen komisch. Ich klopf mal. So, was soll ich jetzt machen? Hallo? Ich kann nichts machen. Also, Leute, das verstehe ich jetzt hier nicht. Hallo? Ich sehe nichts. Ach, da ist jemand. Hallo? Wer bist du denn? Okay. Sehe ich auch so aus? Hallo? Das ist, keine Untertitel, nichts. Gibt es hier auch Einstellungen? Ich drücke mal Menü. Jo, da kommt was. Okay. So, was haben wir da? Enable Singleplayer, Return to Desert. Return to Desert. Replay Intro, Report Player, Enable Teleport. Clear Saved. Das ist mir aber... Okay. Das verstehe ich nicht. Gut. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Also mit dem Ding kann ich hier bis jetzt noch nichts anfangen. Okay. Und diese Fortbewegung ist ja komisch. Also... So. Hallo? Ist da nichts hinter? Das ist ja Verarsche. Okay. Was ist das? So, ich hab's. Okay. Here we are. Backstage. Jetzt bin ich Backstage. Okay. Ich habe leider keine Untertitel. So, und jetzt? Hallo? A little different than in the heyday, but think of it as a monument to history.
Also die Optik ist übrigens okay, habe ich gar nicht so gesagt. Ne? Also die ist scharf, also ist nur alles ein bisschen blass. Kann ich sowas aufheben? Kann ich sogar. Ich kann es nur nicht aufsetzen. Okay, soll ich das wegschieben? Glaube ich wohl, ne? Kann ich das auch aufnehmen? Okay, ich kann sagen, das Kartenspiel. Okay. So, ja, die Verbindung hätte man echt ein bisschen anders machen können. Also das finde ich echt ein bisschen... Ach, das kann ich vom Weiten nicht... Ah, guck mal, mein Arm wird so lang. I've been meaning to get that fixed. Okay, geht das auch von hier? Nein. Here is the famous chair. Doch, so weit geht das. Guck mal, Leute. Aber ich hab's immer noch nicht verstanden, was mir das Spiel dir sagen will. Okay, gehen wir mal weiter. Okay, so. Ich kann dir echt alles... Kann ich auch die Gitarre? Was ist das? Ich gehe mal nach da. Hallo? Okay, also es geht ziemlich schnell. Ne? Ich muss nur A drücken und nach hinten ziehen. Und schon ziehe ich mich hier richtig durch. Okay, Exit. Also es ist wieder sehr surreal. No one much cares about these old vestiges at the moment. Their heyday will return in time. A new renaissance, if you will. In fact, you can think of this jaunt as the VIP treatment. Don't you want to see how it all goes down? Okay, mach mal auf das Ding. Help me lift this, will you? Okay, wo muss ich jetzt dahin? Okay. Grab it firmly with both hands. Hab ich's? Okay. With your legs. So, ein Aufzug, okay. This place, not the best service. Hallo. They serve saltines, mach Swiss mal an. Cheese, okay, da stand gerade was vom Singleplayer. Kann man das Ding dann vielleicht auch zu zweit spielen? Hold down that button for me. Quite an interesting crew. There's Left Thumb and Barking Joe. Oh, and Nancy. Okay. Nancy's internet famous. Braucht den ja nicht festhalten. Fixes up old cars. It's the rust. Okay. It's the main problem. Jetzt geht's nach oben. Aber so optisch ist das okay. Ist ein bisschen blass, ne? Aber original, so dieser Virtual Reality ist geil. Talk to me while. Hallo? Ja, ist jetzt really? Da oben. How many on the crew? Hallo? Hallo? Also, ich kann doch nochmal laufen. Mit dem linken? Okay, aber nur gerade, ich kann mich, okay. Warum gibt es keinen Smooth drin? Aber das spiegelt sich sogar, der Typ, ne? Okay. Kann ich den guten Tag sagen? Hallo? Ja. Okay. So. Und verstanden habe ich immer noch gar nichts. Da geht nicht. Ja, und jetzt? Okay. Wo bin ich denn jetzt wieder? Hallo? Was ist das denn? Bin ich jetzt im Multiplayer? Nein, Leute, das glaube ich nicht. Okay. Oder doch? Das ist kaputt. Hallo? So, das raff ich nicht. Wieso sind denn da jetzt drei von denen? Okay. So, jetzt gehen wir da rein. Ist ja okay, aber das verstehe ich nicht. Wer ist denn jetzt? Ist das, was ich gemacht habe? Hallo. Okay. Das war ich, ne? Der die ganze Zeit davon rumgedrückt hat, kann das sein? Das verstehe ich nicht, Leute. Keine Ahnung. Ich meine, Virtual Reality war schon abgedreht, aber das? Okay, also der Sinn ist noch mir noch nicht so ganz klar bei dem Ding hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir spielen einfach mal weiter, ne? Kostet übrigens 20 Euro, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? So, jetzt bleibt das Ding stehen. Dann bin ich da in die Ecke, genau. So, ein großer leerer Raum, da ist ein Ventilator, da ist eine Tür, da ist ein Wecker. Ich schau mal. Brauchen wir den? Nein, nicht? Okay. Ja. Ich gehe mal dahinter gucken, ob da was ist. Also hinter der Tür ist gar nichts. Okay. Da ist ein Klavier. Ich kann auch nicht Klavier spielen, das geht nicht. Ja, okay. Also ich bleib da jetzt stehen, ne? Mein voriges Ich oder so. Okay.
Also es hat was von Virtuality, ne? Ich gehe durch irgendwelche Türen und dann passiert irgendwas Kurioses, okay. So. Okay, die Tür ist weg. So. Auch weg. Wo muss ich denn hin? Hier sind noch mehr Türen. Tuck. Ja, das ist doch hier. Wow, wow. So, hier ja, von der anderen Seite. Ach, das ist doch hier. Was ist denn das? Da läuft was, ne? Seht ihr das? Okay, ist egal. Irgendein Wecker klingelt jetzt hier. Da hinten der Wecker. Okay. Ich war zu langsam, ne? Das bin ich. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft. So. Muss ich das schaffen, bevor der Wecker klingelt? Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu da hinten zu der Tür, weil die habe ich ja schon probiert, ne? Okay. Dieses auch nicht. Jetzt müsste ich doch eigentlich irgendwo hier rumlaufen, ne? Mein voriges Ich. Oder so, ich habe keine Ahnung, ehrlich. Was ist das denn? Ach, das ist den Knopf, den ich da hingeschmissen habe, ne? Okay. Was soll denn das hier? Das muss ich nicht verstehen, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob alle Türen... Müssen die alle geöffnet werden? Da hinten ist auch noch eine, die habe ich noch gar nicht. 550. Die sieht doch sehr speziell aus, ne? Ja, die geht doch auf. Zack. Okay. So, was ist das? Oh, hier ist ein Theater. Okay. Ich muss immer weiterdrehen. Ich höre den Wecker schon wieder. Jetzt bin ich wieder weg. Hallo, was soll das denn? Okay. Ja, macht das auf, das Ding hier. So, jetzt muss ich zu der 550, ne? Okay, bevor der Wecker klingelt. Der geht nicht über den Sand. So. So. Der geht doch da durch. So, jetzt gehe ich wieder da drehen, ne? So. Ja, willkommen zur Show und ich drehe hier am Rad. Ja. Wie lange muss ich jetzt hier drehen? So. Muss ich irgendwann aufhören? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt geht da was auf. Okay. Jetzt geht da wieder was zu. Ich kann auch aufhören, ne? Da hätte ich mir sparen können, das Ganze gedreht. Okay. Ist das, kann ich das aufnehmen? Jo. Ja, und jetzt? Okay, da klingelt wieder der Wecker und dann kann ich den ganzen Kram nochmal machen. Ich gehe mal hier drauf. So. Jetzt sind mittlerweile drei von mir da, ne? Also, Leute, das ist ja völlig skurril hier. Hallo? Komm. Dann geh mal da durch für mich. So, kann das sein, dass der... Achso, ich habe jetzt mal Folgendes vor. Ich gehe da jetzt durch. Und dann drehe ich mir ja praktisch jetzt hallo, selber die Plattform. Genau, so. Jetzt gehe ich da drauf. Okay. Jetzt drehe ich ja da um. So, und jetzt geht das ja gleich auf. Da müsste ich ja eigentlich da runterfallen, ne? Sehe ich das richtig? Okay, ich mache hier auch mal ein bisschen Show, ne? Auf der Bühne hier. Was ist denn? Ja, ja, komm. Aber es geht ganz schön tief runter, ne? Aber egal, wir machen das. Leute, jetzt geht nämlich abwärts. Ja. Okay, jetzt blendet er auch aus. Ich glaube, das war richtig, ne? Ich habe irgendein Rätsel gelöst, kann das sein? Wird ja Sinn machen, ne? Ich höre Geräusche. Ich sehe nichts, es ist schwarz. So, und jetzt geht ein Lift auf. Ja gut, ich bin irgendwie weiter, ne? Hurra, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt irgendwo angekommen. Ich weiß zwar nicht wo. Okay. So, ist hier wieder irgendwo ein Wecker oder was? Ich sehe keinen.
Aber ich laufe erstmal, bevor ich hier. Okay. So. Aha, da ist eine Bar. Wir schauen mal. So. Hallo, kann ich was zu trinken haben? Ich guck mal. Nein. Ist auch nichts. Und was muss ich jetzt machen? Also irgendwie ist das Spielprinzip, ich muss jetzt hier irgendwas lösen, rätseltechnisch. Und wenn der Wecker klingelt, dann sehe ich mein eigenes, hier ist eine unsichtbare Wand, mein eigenes Ich, wie das, da hinten bin ich schon wieder, ne? Seht ihr das? Ne, das bin ich gar nicht. Das ist irgendjemand anders, oder? Aber hier geht's hoch. Okay. Dann gehen wir mal hier durch. Da kommt ein riesiges Gebilde. Just because you're a guild bearer, it's more of a kind of shovel motion, I guess. Okay. It does the job. If, sure if this was your scooper, would you scoop it all in? One sweep, none of those. Was ist das denn? Ist das ein Schlüssel? Oder ist das ein Rad? Ich habe keine Ahnung. Okay. Would you like a job as a sweeper in the Okay, ich denke, das ist also es ist wirklich sehr so skurril wie da Leute. Hallo. Kann ich hier rein? Kann ich hier hoch? Ja, ne? Ja gut, Leute, hier geht's jetzt höher. Wo ist das? Es ist völlig abgedreht hier wieder. Da geht's durch, hier geht's her. Hier geht's rüber. Aber da ist ein Tor, ne? Da ist was, oder? Aber da komme ich nicht hin, oder? Also hier oben kann ich diese. Ach so geht's, okay. Aber ich komme da nicht hin, ne? Okay, was soll ich jetzt? Da oben geht's auch noch hoch, also irgendwie muss es hier hochgehen. Ja, ach, das ist eine Leiter, okay. Ne, da geht's nur runter, ne? Nicht hoch, okay. Warte, ich mach schon immer so. Ich bin das von den Move-Controllern gewohnt, dass man so steuert. So. Ne, aber hier geht's nicht hoch, ne? Keine Chance. Okay. Okay, ist das hier falsch? Ich guck mal, ob da irgendwie. Hallo, wo bin ich denn jetzt? Ah, there you are. Ja, hier bin ich. Okay. It's worth it. Grab my hand. So, Leute. Newest catch. Fresh. Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus hier, dieses, wie das meint, die bewegen sich gar nicht so, wie so ein kleines Modell. Das sieht richtig geil aus, ehrlich. Da habe ich jetzt den Hut auf, ich weiß das gar nicht. Jetzt, give it a spin. Kann ich was machen? Gib es Spin. It's quite the scene. Adela here just accepted a 4-month writer's residency in that shipping container. Okay, da ist wieder so ein Wecker, ne? And get this. The whole ship gets stranded in an ice. Ach so, guck mal, jetzt kann ich hier die Zeit beeinflussen. Kann ich auch rückwärts? She has to maintain morale as supplies dwindle. Noch rückwärts, okay. One by one, her passengers vanish. Was ist, wenn ich hier drehe? Kann ich nicht. And don't even get me started on the ja, ich passe wieder nicht auf. Then, Leute. Gerald. I would never spoil Gerald for you. Of course, the second act could use some adjustments. Look at me getting carried away. Okay, komm, gib mir eine Hand. Why don't you give it a taste? On the house. Ich hab nichts verstanden. Okay, bin ich jetzt auf dem Schiff? Jo, ne? Jetzt bin ich auf dem Schiff drauf, ne? Das sieht fast so aus. Das sieht doch nicht eine Hand, ne? Okay. Ist irgendwas passiert, das brennt? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also ich blick das ganze Spiel noch nicht so wirklich. Aber was ist hier mit dem? Also die Figuren, was ist das denn? Irgendwas passiert hier? Das sterilisiert sich so oder irgendwie so. Okay, muss ich hier wieder runter? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Okay. Ich gehe einfach mal hier hoch. Ich guck mal, was passiert.
Ich sehe fast nichts mehr, das ist alles nur schwarz-weiß. Kann man das sprechen? Nein, das ist ein Walkie-Talkie. Hallo? Okay, das geht auch nicht. Das raff ich nicht. Okay, ich kann aber... Jetzt bin ich runtergefallen, ne? Was ist das denn? Ja, ich raff das Spiel nicht. Also das ist echt mir ein bisschen zu hoch, ey. Das ist... So den Sinn habe ich noch nicht. Also ich hätte gerne Untertitel gehabt, damit ich überhaupt weiß, was ich hier tue. Okay. Wie geht's rein? Aha, was ist das? Hier ist so eine Art, Who's there? Ja, ich bin's. Who are you? How did you get here? Wait. If you got in, you can get out, right? Right? We've been here for... Boah, Leute, das ist echt total abgedreht. Ich nehme das hier weg, ne? Aber es bleibt da hängen. Puff. Okay. Find me again here. Get me out. After the ice and the tiger, okay? Eis und Tiger, okay, okay. Let's shake on it. Okay. So. Heiß und Tag. Warte, wo bin ich denn jetzt hier? Was ist das denn? So, jetzt wird hier irgendwas. Da leuchtet was? Okay. Was muss ich denn da machen? Da hinten leuchtet was, ne? Der leuchtet auch. Hier leuchten so viele. Okay. Okay. Tina. Ist das ready for you? Warte, ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Hallo? Ich habe irgendwas falsch gemacht, ne? So, der blinkt, dann nehmen wir den. Get in here. Ja, was geht in hier? Quite the set, or should I say setup? What I really mean is sets within sets. Der hat nicht geleuchtet, ne? Just what I love to see. The ich sehe gar nichts. Of the struggle to go against the tide. Or time. Now that's entertainment. The Aikman experience. Okay. No, no, let's call it Time Boat. Has a better thing to it. Oh, ich da durchguck. Come see Time Boat. Our most ambitious show yet. Hast du das gesehen? Now playing at participating photo booths near you. Your mask is the ticket. Oder wie abgedreht ist das denn? Well, you weren't invited to just sit around. Ist ja dasselbe. Ist ja dasselbe, ne? Is very special. Sweeping. Kann ich sogar aneinander hauen? Not an option. Jetzt gehe ich weiter. Leute, ich blicke hier nichts mehr. Wo bin ich jetzt? Wieder woanders. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss. Da ist irgendein Projektor. Ich kann wieder nicht aufhören. Okay. Was ist das denn? Aha. Ein Stuhl kaputt gemacht? Okay. Nee, nichtsdestotrotz, ich höre jetzt erstmal auf. Also ihr seht, worum es hier geht. Das ist alles surreal. Ich habe den Sinn und Zweck noch gar nicht erkannt. Und es ist so wie Virtuality. Es ist einfach sehr skurril, wie gesagt. Und ich will es weiterspielen, ja. Es hat was. Optisch okay, ist ja ein bisschen blass, wie gesagt, von den Farben. Aber ich habe Interesse, weiter reinzugucken. Gut, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gereicht erstmal. Ob ihr es auch kaufen sollt, kostet 20 Euro. Also wie gesagt, viel kann ich dazu nicht sagen, weil das Ding lässt mich selber so ein bisschen hier im Dunkeln stehen, obwohl ich sogar gerade drin bin im Spiel. Ja. Gut, dann lasst mir ein Däumchen da, würde mich freuen. Und bis zum nächsten Video, euer Toxic. Bye.